Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich möchte mich aber natürlich als erstes herzlich bedanken bei Ihnen, Professor Hund, für die lange Zusammenarbeit, allerdings in einer früheren anderen Funktion, aber immer konstruktiv, würde ich sagen, und deshalb Ihnen herzlichen Dank für Ihre langjährige Tätigkeit für die Arbeitgeber. Und ich möchte ganz herzlich gratulieren, natürlich Ihnen, Herr Kramer, für Ihr neues Amt. Ich habe gerade schon gesagt, uns eint eine Kleinigkeit, Seenotrettungsdienst. Ich war bei der Wasserwacht aktiv. Manchmal muss man das eine oder andere vielleicht auch retten. Vielleicht eint uns das in dieser Form schon mal. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist wie allen nach Athen tragen. Ihnen brauche ich nicht sagen, was die Grundlage der Wirtschaft letztendlich ist, dass wir auch unser gemeinsames Ziel haben, dass wir der Schrittmacher in Europa sein wollen und auch bleiben wollen. Und insofern, sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, ist gerade draußen, ist es in der Tat schon für uns etwas verwunderlich gewesen, jetzt diese Untersuchung zu bekommen, warum unsere Überschüsse sozusagen schon gefährlich sind. Ich bleibe dabei, dass ich es für sinnvoll halte, dass sich eher diejenigen, die noch nicht so weit sind, daran orientieren sollten, wie man so wettbewerbsfähig werden kann. Und das nehme ich durchaus über eine längere Strecke, lieber Frank-Walter Steinmeier, das über viele Jahre jetzt auch entwickelt worden ist. Und nicht wir uns sozusagen nach unten bewegen sollen, sondern eigentlich das gemeinsame Ziel sein sollte, dass Europa insgesamt so wettbewerbsfähig sein sollte. Das ist zumindest mein Verständnis auch von Wettbewerbsfähigkeit und von Wettbewerb zwischen den Ländern und Staaten in der Europäischen Union. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind natürlich momentan in einer Verhandlungsrunde mit Partnern, das glaube ich, kann ich auch ganz offen sagen, die nicht von Anfang an das Ziel hatten, gemeinsam in eine Koalition einzutreten. Lieber Frank-Walter Steinmeier, ich glaube, das kann ich so auch sagen. Das wird jetzt auch nicht sehr verwunderlich sein in diesem Bereich. Aber ja, Politik ist letztendlich natürlich auch, Kompromisse zu schließen und die Gegebenheiten, wie die Wahlen so sind, auch anzunehmen. Alles allerdings will ich auch eines ganz offen und ehrlich sagen. Es ist schon so, dass die Union die Wahl gewonnen hat und dass wir nicht meines Erachtens jetzt durch die Koalitionsverhandlungen das Wahlergebnis uminterpretieren sollten. Zumindest ist das meine Auffassung von Politik. Ja, meine Damen und Herren, es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die ich hier nur ganz kurz ansprechen will. Ich gehe davon aus, ich habe nicht alles gehört, was Dr. Schäuble schon angesprochen hat. Ist natürlich ein wesentlicher Grundsatz immer die Steuerpolitik und mit der verbunden natürlich auch die Haushaltspolitik. Und ich kann nur sagen, dass für uns und für mich ganz besonders das gilt, was wir auch vor den Wahlen gesagt haben, dass wir in einer Phase sind, wo die Steuereinnahmen so hoch sind, wie sie noch nie in der Bundesrepublik Deutschland gewesen sind, auf allen Ebenen, und dass wir deshalb nach wie vor an unserem Ziel festhalten, dass wir keine Steuererhöhungen wollen, egal in welcher Form. Und das gilt auch heute noch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das heißt auf der anderen Seite, dass wir natürlich auch Ausgabendisziplin letztendlich auch vorweisen müssen in jeder Hinsicht. Das nehme ich auch an die eigene Adresse, weil die Wirtschaftspolitiker schon auch gute Ideen gehabt hätten, was man an Impulsen bei Investitionen setzen könnte. Und ich glaube, das waren auch durchaus sinnvolle Vorschläge. Wir uns aber dann letztendlich auf ein paar Rahmenbedingungen konzentriert haben am Schluss, was unsere Seite der Wirtschaftspolitiker anbetrifft. Ich glaube, das sind wichtige Maßnahmen. Das eine ist die Infrastruktur. Die betrifft eben nicht nur die Straßen, sondern betrifft auch die Straßen des 21. Jahrhunderts, nämlich schnelle Internetverbindungen. Und das ist in der Tat gerade für die Wirtschaft existenziell und geht ja mittlerweile in alle Bereiche der Wirtschaft über. Und das Zweite, was ich auch meine, was eine sinnvolle Maßnahme ist, darüber sich intensiv nochmal Gedanken zu machen, ist die Frage, wie können wir Innovation weiter fördern und weiter verstetigen, dass wir auch morgen noch wettbewerbsfähig sind. Und eine Maßnahme war bei beiden Parteien oder bei allen drei Parteien, muss ich sagen, im Koalitionsvertrag, nämlich der Einstieg oder die steuerliche Forschungsförderung jetzt anzugreifen. Und ich hoffe, dass wir in diesem Sinne zumindest bei einem Einstieg
hier erfolgreich sein werden. Ich halte das nach wie vor für eine wichtige Maßnahme. Das nächste, da wird es dann etwas schwieriger und da waren wir heute in den Verhandlungen, sind die weiteren Rahmenbedingungen, was den Arbeitsmarkt betrifft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt, der Sie sehr stark interessiert. Ich meine, dass wir Flexibilitätsinstrumente, die wir bisher haben, auch weiter nutzen können müssen. Ich sage nur, das Stichwort Werkverträge ist per se ja nichts Schlechtes. Wenn es zu Missbrauch kommt in einzelnen Fällen, muss man das, glaube ich, auf der bestehenden Gesetzesgrundlage auch ahnden können. Aber an sich das Instrument meines Erachtens nicht kaputt machen, weil es gerade für die Wirtschaft mit der Wertschöpfungstiefe, die sehr tief ist, auch ja, essentiell letztendlich ist. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Zeitarbeitsverträge. Da, glaube ich, haben wir auch mittlerweile Lösungen gefunden, wo man auf der Strecke sich die Flexibilität zwar erhält, aber das nicht in eine Dauerarbeitsbeschäftigung umwidmet. Ich glaube, da können wir auch Möglichkeiten finden, hier zu guten Lösungen zu kommen. Bei der Frage Mindestlöhne in der Tat müssen wir, glaube ich, noch weiter diskutieren. Da ist es auch kein Geheimnis, dass wir eine Grundlage immer gehabt haben, dass wir nicht der Meinung sind, dass die Politik Tarifpolitik machen sollte. Aber wir sind gerade in einem Diskussionsprozess, wie eine Kommission ausschauen könnte, die sich aber aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammensetzt und das dann der Politik übergibt. Ich würde aber sagen, wir sind noch nicht am Ende der Diskussion. Es gibt auch noch ein paar Detailfragen, wenn ich das so in Anführungsstrichen schreiben kann, zu klären, auf wen es sich letztendlich dann auch erstrecken muss. Stichwort Minijob, Stichwort Studenten, Stichwort Saisonarbeitskräfte, um nur ein paar Punkte ansatzweise zu nennen. Und da gibt es bestimmt noch das eine oder andere, das wir diskutieren wollen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir übrigens über viele Jahre jetzt auch gemacht haben, dazu auch beigetragen haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit und die Flexibilität der Wirtschaft so groß geworden ist, dass wir überhaupt zusätzliche Arbeitsplätze schaffen konnten. Und unter dieser Überschrift, würde ich sagen, muss bei uns eigentlich letztendlich jede Entscheidung stehen. Was schafft Arbeitsplätze oder die Gegenbewegung, was vernichtet keine Arbeitsplätze? Und an diesen Grundsätzen, glaube ich, muss sich jede Entscheidung bei uns orientieren. Auch aus grundsätzlichen Überlegungen, man sieht, was es kostet, auch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir weniger Menschen in Lohn und Arbeit haben, in Beschäftigung haben, vom Steuersystem bis zu den Sozialversicherungssystemen. Und wir wissen, was es kostet, wenn wir die letztendlich dann über die Solidarsysteme auch unterstützen müssen. Ich glaube, deshalb ist es ja den Schweiß der Edlen wert, sich die Gedanken zu machen, wie wir möglichst viele Sozialversicherungspflichtige und gute Beschäftigungsverhältnisse auch haben und wenn es geht, zusätzliche neue bekommen, um auch diejenigen, die bisher noch keine Arbeit gefunden haben, weiter in Arbeit zu bringen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe bewusst gesagt, ich werde kurz nur ein Eingangsstatement halten, damit auch Sie nach einem langen Tag jetzt bei einer Diskussion kurz noch wir das vertiefen können, den einen oder anderen Punkt. Ich kann nur von meiner Seite sagen, ich habe jetzt sozusagen das Aufgabengebiet gewechselt von Berlin nach Bayern. Ich freue mich, dass ich nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Energie, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber auch für Technologie und Medien zuständig bin. Alles sind Zukunftsfelder und ich glaube, das eins eint uns, dass wir beste Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland auch in Zukunft haben wollen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, erstmal vielen Dank.
Sie haben ja einige Punkte genannt, die in der Arbeitsgruppe Wirtschaft diskutiert worden sind. Nun hat ja Ihr Vorgesetzter neulich gesagt, jetzt ist mal Schluss mit Wünsch dir was. Und man fragt sich, wie kann das eigentlich passieren, dass selbst Wirtschaftspolitiker plötzlich eine Liste an Wünschen zusammenstellen, die auf, glaube ich, 10 Milliarden kam. Also wie kommt man dann plötzlich in so einen Ausgabenrausch? Ja, die Frage ist immer, wie was gerechnet wird, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Es waren natürlich auch Punkte drin, wie zum Beispiel die Ausgaben für Bildung und Forschung von 3% auf 3,5% zu heben, was an sich ja noch kein schlechtes Ziel ist, würde ich mal sagen, allerdings auch relativ teuer. Und es sind auch meines Erachtens nach wie vor sinnvolle Maßnahmen drin gewesen, wie insbesondere Venture Capital, Wagniskapital, hier auch Unternehmensgründungen vorwärts gebracht werden könnten. Als ein Beispiel, ich könnte noch viele andere Punkte sagen, vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, weil wir wussten, es gibt viele Begehrlichkeiten von anderer Seite im konsumtiven Bereich, im sozialen Bereich und wir schon auch meinen, dass es wichtig ist zu sagen, es gäbe auch durchaus interessante Möglichkeiten, Innovationspotenzial, Impulse auch zu setzen im Bereich der Wirtschaft. Aber auch wir haben dann gesagt, okay, wir bescheiden uns auf zentrale Themen und wir haben das aber immer noch im Hinterkopf, so ist es nicht. Wie muss man sich dann diese Schlussrunde vorstellen? Also wie kommt man von all den Versprechungen wieder runter, die die einzelnen Arbeitsgruppen gemacht haben? Jede Arbeitsgruppe tritt am Abend einer Sitzung zusammen und die Vorsitzenden verkünden, wir haben das und das und das alles schon vereinbart. Und hinterher kommt dann die große Runde oder die vielleicht die Parteivorsitzenden und sagen, von den 80 Wünschen machen wir 4. Die anderen 76 waren leider nicht finanzierbar. Oder wie soll das gehen, politisch? Also ich nochmal für meine Gruppe, wir haben das deutlich vermindert. Das ist jetzt deutlich geteilt. Ich will jetzt keine Summe nennen, sonst stehen die morgen auch wieder in der Zeitung, aber es ist deutlich weniger geworden. Und generell gilt ja bei den Koalitionsverhandlungen, dass nichts beschlossen ist, bevor es nicht am Schluss beschlossen ist. Und das glaube ich ganz normal, dass jeder in seinem Arbeitsfeld natürlich auch Ideen entwickeln kann und alles ist unter Finanzierungsvorbehalt gestanden. Aber ich bleibe dabei. Es ist auch wichtig zu sagen, es gibt Investitionsanreize, die nicht schlecht wären, im Gegensatz zu rein konsumtiven Aufgaben. Und dann wird man am Schluss dann auch gewichten müssen. Das ist die Aufgabe der letzten Runde, die wir dann hoffentlich nächste Woche auch durchziehen werden. Nun hat man, glaube ich, aus Sicht der Wirtschaft, vielleicht auch aus Sicht der Arbeitgeber insbesondere, das Gefühl, dass in der Wirtschaftsarbeitsgruppe ja viele Themen eben nicht behandelt werden, die die Wirtschaft besonders betreffen. Natürlich der Arbeitsmarkt, die Bildungsthemen, die Energiepolitik. Sodass also die Wirtschaftspolitiker da eigentlich ja gar nicht so richtig eingreifen können. Ist das nicht an sich schon ein Konstruktionsproblem? Ja, Sie haben natürlich immer Schnittstellen. Das ist das Systemimmanente auch an einer Bundesregierung oder auch jeder Landesregierung, dass Sie immer Schnittmengen haben. Und Wirtschaftspolitik ist natürlich in jeden Arbeitsbereich eingreifend. Dann könnten Sie gleich alles in der großen Runde letztendlich behandeln. Wir haben auch einzelne Themenpunkte vorbehandelt, die dann den zuständigen Arbeitsgruppenleitern übergeben, unsere Ideen dann aufgenommen, wie zum Beispiel bei Energie. Und das ist dann die Kunst, am Schluss aufzupassen, dass das, was von den Arbeitsgruppen beschlossen wird, nicht in die falsche Richtung gegangen ist, beziehungsweise nicht den Interessen der Wirtschaftsarbeitsgruppe entgegenläuft. Das ist momentan die Phase, die wir machen. Nun hat man ja den Eindruck, dass insbesondere bei der Energie das Hauptanliegen der Politik vielleicht gar nicht ist, die Energiewende effizienter zu gestalten, sondern vor allem die hässliche EEG-Umlage ein bisschen zu reduzieren, weil die die Bürger auch besonders stört, auch die Unternehmen teilweise, ja, insbesondere den Mittelstand, belastet. Die Dinge, die nun vorgeschlagen werden, haben ja aber doch leider den Haken, dass die erst ab 2016 überhaupt dämpfend wirken. Also Sie brauchen beides. Sie brauchen eine schnelle Umsteuerung des EEGs, weil Sie sonst einen Rechtsanspruch haben, der ja immer wieder neue Kosten in der Zukunft und zwar auf 20 Jahre voraus festlegt. Deshalb brauchen wir da eine schnelle Veränderung. Das hat was mit den Vergütungssätzen zu tun und es hat natürlich auch mit dem Zubau zu tun, wie wir es zum Beispiel schon bei Photovoltaik gemacht haben. Das ist ja schon gedeckelt und wie wir es bei Biogas letztendlich indirekt auch schon gemacht haben. Jetzt ist halt Wind im Moment im Fokus, die nächsten größeren Kosten verursachen und deshalb ist es wichtig, hier das Erste in einer Sofortmaßnahme zu machen. Das Zweite ist in der Tat dann die Marktorientierung, dass die sozusagen keinen eingespeisten garantierten Preise mehr bekommen, sondern sich am Markt orientieren müssen, bis hin dann, und das muss wohl erst erprobt werden, ein Ausschreibungsmodell, wo dann von den Netzbetreibern festgestellt wird, wo ist es eine Lücke, wo habe ich einen Bedarf und wer bietet genau aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten mir in welcher Weise die günstigste Art der Stromgewinnung dann auch an, und zwar grundlastfähig. Das ist das Entscheidende.
Nun gibt es Experten, die sagen, EEG-Umlage, ja, 2014 wissen wir ja, 6,24, 2015 7, 2016 8 Cent und danach wird es dann vielleicht ein bisschen besser. Würden Sie da widersprechen und sagen, alles Horrormodelle? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Senkung einleiten können. Das ist einfach durch die Festschreibung jetzt des EEGs und bis wir das in Gesetz gebracht haben, schon noch eine Zeit, die jetzt verstreicht. Deshalb brennt es, würde ich sagen. Deshalb muss das eigentlich die erste Maßnahme sein, einer neuen Bundesregierung hier sofort sozusagen einzuschreiten, um hier keinen weiteren Zuwachs zu generieren. Aber allein schon durch die Entwicklung, die jetzt im Zubau ist, haben Sie eine Mehrung. Das ist nicht gut, aber deshalb eilt es auch. Da kann ich nur wieder sagen, deshalb Sofortmaßnahme, so schnell wie möglich. Ist nicht auch diese schöne Herausnahme der im Emissionshandel der Verschmutzungsrechte 900 Millionen Tonnen weniger eine Frage der Umwelt, sondern ein Versuch, den Strompreis an der Börse ein bisschen hochzudrücken? Denn wenn der Strompreis an der Börse steigt, wird ja die EEG-Umlage auch wieder optisch etwas kleiner. Es wird zwar für niemanden billiger, aber es sieht nicht so hässlich aus. Das ist ein Nebeneffekt, aber in der Tat scheint es jetzt momentan zu sein, dass die Preise keine so großen Anreize mehr setzen, dass auch wirklich zur Energieeinsparung auch dementsprechend der Anreiz da ist. Deshalb ist es ein maßvolles Backloading sozusagen, maßvoll ist immer relativ und hat einen Nebeneffekt, könnte einen Nebeneffekt haben durchaus auf die Börsenpreise, weil das ist ja eigentlich das Paradoxon im Moment durch die Struktur des EEGs, da haben Sie vollkommen recht, dass sehr niedrige Börsenpreise zu einer Erhöhung des EEGs dann letztendlich führen und das versteht letztendlich auch auf Dauer kein Mensch mehr. Sie hatten vorhin ein anderes großes Streitthema ja schon angesprochen, wo es noch keine Einigung gibt. Der Mindestlohn, da sagt die Union zusammen mit den Arbeitgebern, das wird Arbeitsplätze kosten. Nun hat man ja an der anderen Front, nehmen wir mal Steuerpolitik und Rentenpolitik, zumindest den Eindruck, es wird alles sehr auf Kante genäht. Das heißt, alle Reserven werden schon verplant, die Steuermehreinnahmen werden mit Ausgaben belegt, auch in den Folgejahren. Wie kann eigentlich die Union einen Koalitionsvertrag unterschreiben, der so auf Kante genäht ist und gleichzeitig einen Mindestlohn, von dem sie sagt, das kostet Arbeitsplätze? Dann haben Sie doch sozusagen automatisch die Unterhöhlung Ihrer ganzen Finanzbasis gleich mitbeschlossen. Also nochmal, ich glaube, ist jeder Haushalt, seit ich seit 15 Jahren im Bundestag war, war immer auf Kante genäht. Ich weiß gar keinen. Wir haben es aber in den letzten 4 Jahren auch durchaus geschafft, durch die gute Entwicklung, die ich heute schon angesprochen habe, uns Freiräume zu erarbeiten, zum Beispiel allein 13 Milliarden zusätzlich in Bildung und Forschung zu investieren und trotzdem die Neuverschuldung nach unten zu fahren. Und deshalb ist ja die Grundlage, wie schaffe ich es eben, keine Arbeitsplätze zu vernichten, um diese Dynamik und die Steuermehreinnahmen nicht zu verhindern, die Ausgaben stabil zu halten trotzdem und sich dadurch die Freiräume auch zu erarbeiten. Zum Beispiel auch, dass mehr Menschen in Arbeit sind. Das ist, wie gesagt, weniger Zuschuss auch im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Das ist eine einfache Rechnung. Das ist das eine. Und das zweite, in der Tat, deshalb bringen wir ja bei dem Mindestlohn, es gibt Regionen, wo die Frage 8,50 Euro kein Problem ist. Aber es gibt Regionen in Deutschland, und zwar quer durch Deutschland, wo es durchaus ein Problem und vor allem in manchen Branchen ein Problem ist. Und deshalb werden wir ja mit der SPD noch sehr intensiv darüber verhandeln, wo kann es denn dann Probleme geben, zumindest jetzt, wenn man einführt, ich sage nur das Stichwort, auch neue Bundesländer oder auch Grenzregionen in Bayern zum Beispiel, in meinem Land, wo durchaus die Grenze zu Tschechien, ja, die Löhne auch nicht automatisch bei 8,50 Euro liegen. Und dann ist uns nichts geholfen, wenn die Arbeitsplätze weg sind. Dann müssen wir letztendlich komplett alles über Hartz IV bezahlen und das wollen wir definitiv ja nicht. Aber Ihr Parteivorsitzender hat auch schon in den Sondierungsgesprächen die Sozialdemokraten damit geködert, dass er gesagt hat, 8,50 Mindestlohn, das geht. Nein, wir haben immer gesagt, wir sprechen darüber unter der Bedingung und das ist 1:1, dass keine Arbeitsplätze vernichtet werden. Das ist die Grundlage. Da wird es dann wahrscheinlich schwierig mit den Sozialdemokraten. Also einer muss ja dann ein Versprechen irgendwie, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, aber das übereinzubringen, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, obwohl man ja als Journalist mit Sprache umgeht. Aber man kann ja auch sagen, es kann ja auch ein Zielpunkt sein. Muss ja nicht der Beginn sein. Gut, da sind wir, glaube ich, alle noch sehr gespannt. Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder hat ja schon ganz am Anfang der Verhandlungen gesagt, das Hauptziel hat die Union schon erreicht, keine neuen Steuern, keine neuen Schulden. Manchmal hat man den Eindruck, damit ist der Ehrgeiz auch ein bisschen erloschen gewesen, oder? Also ich finde, das ist schon ein sehr großes Ziel. Das sage ich jetzt insbesondere ja an Frank-Walter Steinmeier und die SPD, die mit ganz anderen Konzepten auch in die
Bundestagswahl gegangen ist. Und sich auf dieses jetzt letztendlich zu verständigen, ist schon für meine Begriffe, für die Wirtschaft ein großer Erfolg, aber nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Menschen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir lange gerungen haben, auch Stichworte wie zum Beispiel kalte Progression, die wir jetzt zurückstellen, weil wir sagen, das ist jetzt auch momentan nicht finanzierbar, obwohl sinnvoll. Aber wir können auch nicht alles durchsetzen. Wichtig ist, keine Steuererhöhungen. Damit ist das gemeint. Und zugleich die Neuverschuldung nach unten bringen und vor allem den Zeitplan oder den Zielplan, den wir jetzt haben, mit einer Null dann auch zu erreichen. Am Schluss läuft ja alles auf diese magische Runde der drei Parteivorsitzenden hin. Wer in dieser Dreierrunde vertritt eigentlich dann die Interessen der Arbeitgeber? Also ich gehe davon aus, dass an der Spitze die Bundeskanzlerin auf alle Fälle auch die Interessen der Arbeitgeber vertritt, und zwar aus ganz eigenem Interesse für das Land. Und da täuschen Sie sich mal nicht bei meinem Parteivorsitzenden. Der weiß sehr wohl, was es bedeutet, weniger Arbeitsplätze zu haben. Und ich kann da eigentlich nur mit Ludwig Erhard kontern. Wirtschaft ist zwar nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und das weiß auch der Ministerpräsident. Wie muss man sich dann die Lösung vorstellen? Also Horst Seehofer sagt dann am Schluss, na gut, ich verzichte auf die Maut. Herr Steinmeier sagt, na, wir machen den Mindestlohn gestaffelt. Und dann sagt Frau Merkel, gut, dann verzichte ich auf die Plünderung der Rentenkasse. Das wäre doch mal ein toller Kompromiss. Herr Krummereit, das ist ein guter Versuch. Das ist ein guter Versuch, aber nachdem wir alle, glaube ich, noch keine Hellseher sind, brauchen wir jetzt einfach noch die nächste Woche. Da wird noch viele Gespräche oder werden noch viele Gespräche notwendig sein und dann die große Kunst, das am Schluss alles zusammenzubinden, erst in der großen Runde und dann in der Tat die Parteivorsitzenden. Aber wie gesagt, es wird noch eine spannende Zeit. Frau Ministerin, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, jetzt heißt es ja noch nicht Heimweg nach München, sondern erstmal Rückkehr in die Verhandlungen, glaube ich. Vielen Dank, Ihr Beifall. Applaus